Dominik Kitzerski von CapTrader. Ich begrüße Sie zu unserer monatlichen Reihe mit Carsten Berger. Indexanalyse nach der Perlentauchermethode. Heute wie immer spannende Sachen. Wir gehen auf die Märkte und dann schaut sich der Carsten auch an, wohin fließt dann das ganze Geld. Und die Auflösung kommt dann, welcher Kontinent und welches Land. Ja, dann bedanke ich mich bei dir und ich leg los. Ja. Alles klar. Ciao. Ciao. So, heute mal die Einleitung von mir und auch die Verabschiedung von mir. Ich begrüße alle beim Webinar heute, und zwar zu meiner Perlentauchen-Methode. Heute bei CapTrader und dann fangen wir mal an. Ich sehe, jetzt kommen immer noch ein paar Leute rein. Das freut mich. Natürlich lebt auch dieses Webinar von euren Fragen und Anmerkungen. Also einfach unter Fragen hineinschreiben. Ich kann das hier sehen. Und bedanke mich auch für die Begrüßung der Leute, die bei mir in der Gruppe sind und die ich schon jahrelang auch kenne. Wunderbar. So, dann fangen wir mal an. Zuallererst muss ich den Risikohinweis geben. Das wisst ihr selber. Alles, was ich erzähle, sind meine eigenen Gedanken. Ihr müsst euch eure eigenen machen. Das ist keine Anweisung, hier irgendetwas genau so zu machen, wie ich es tue. Hinterfragt das bitte immer skeptisch. Und ihr wisst, dass der Handel mit Finanzinstrumenten, Derivaten, Aktien und so weiter natürlich mit einem Risiko behaftet ist und sogar zum Totalverlust führen kann. Also, ne, denkt immer dran, alles, was ich sage, schaut euch das nochmal in Ruhe an und macht euch eure eigenen Gedanken. Okay. Das kennt ihr auch, die meisten, da möchte ich gar nicht so groß drauf eingehen. Ich bin 53, Carsten Berger. Wohne in der Nähe von Berlin, bin ursprünglicher geborener Westberliner, lebe jetzt in Brandenburg, 10 Kilometer südlich von Berlin. Und den Rest, den könnt ihr ja hier einfach mal so überfliegen, weil wir wollen uns ja um die Märkte kümmern. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Okay, was erwartet euch heute? Wurde ja schon so ein bisschen angedeutet. Ganz kurz in 1-2 Minuten, sage ich mal, die Idee. Eine Minute werden wir nicht ganz schaffen, aber die Idee der Perlentauchen-Strategie, was dahinter steckt, das könnt ihr heute auch nachvollziehen, wie ich den Agena Trader dort einsetze. Dann Blick auf die Indizes, klar, den Index im Blick, das muss immer sein, damit man eine Orientierung hat. Wohin fließt das Geld in der Welt? Das ist immer ganz spannend. Das zeige ich euch anhand meiner Märkte-Welt-ETF-Analyse. Dann natürlich Branchentrends, was läuft und was nicht. Das ist auch ganz interessant. Und am Ende haben wir natürlich auch einen Aktien, sage ich mal, Outperformer im Fokus. Und wir machen noch einen kleinen Rückblick. Wer sich erinnern kann, da war ein Halbleiter, ich glaube, beim letzten Webinar. Und da war die AMD. Da kann ich euch mal zeigen, wie der Trade abgelaufen ist und wie die Branche letztendlich reagiert hat. Und natürlich könnt ihr am Ende eure Fragen oder Aktien, sage ich mal, einfach mal aus dem meinen Blickwinkel analysiert bekommen, indem wir die Aktien reinschauen. Ich hoffe, wir schaffen das alles. Deswegen fangen wir auch gleich an mit dem Screening. Also kurz erklärt, was mache ich? Wir schauen auf die Indizes. Da brauche ich das einfach. Ich muss wissen, sind die gerade 5, 6, 7, 8 Tage gestiegen? Muss ich jetzt da hinterherlaufen oder warte ich lieber auf eine Korrektur? Das hat was mit Timing zu tun und natürlich auch die stärksten Indizes möchte ich handeln und nicht einfach jemanden an Index, der unten herumdümpelt. Das heißt, ich muss mir darüber im Klaren sein, was bei den Indizes gespielt wird. Worauf schaue ich dann? Das werden wir gleich sehen. Und zwar bei mir heißt das Marktklima. Wenn ich das getan habe, mir einen Überblick verschafft habe und sage, okay, meinetwegen, das ist die Nasdaq, oder es ist der DAX, je nachdem, Deutschland oder Amerika. Dann gehe ich in die Branchen und schaue mir an, was wird denn da gespielt. Und das ist auch ganz wichtig, weil es ja diverse Unterschiede gibt, ob ich jetzt in Öl investiert bin in der Branche oder ob ich jetzt in Gold bin oder ob ich in Bitcoin unterwegs bin, in irgendwelchen Indizes oder Aktien oder ETFs. Und da muss man sich halt im Klaren sein, wo spielt da die Musik. Auch das Timing spielt eine Rolle. Läuft die Branche schon 6, 7, 8 bis 10 Tage immer weiter aufwärts und der Druck, sage ich mal, das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, Mensch, jetzt habe ich es verpasst. Ja, aber die Frage ist, ob ich nach 7, 8 Tagen noch auf den Trend aufspringe und das Risiko nimmt natürlich zu und ich bin mit Risiko, sage ich mal, habe ich es nicht so. Ich bin da eher aus der Sicherheitsseite und warte, bis die Korrektur kommt und dann habe ich halt ein etwas besseres Chance-Risikoprofil.
Wenn ich das erledigt habe, dann schaue ich ganz schnell, welche Aktien sind denn in dieser Branche oder in diesem Trend denn die führenden? Denn auch dort gibt es ja Rohrkrepierer und die möchte ich, wenn möglich, ausschließen. Und welche Auswahl der Aktie dann dazukommt und welche Strategie, zeige ich euch dann. Und wenn eine Aktie noch nicht so weit ist, das kennt ihr auch, dann landet die auf der Watchliste. So, wenn ihr Fragen habt dazu, tradercoach.de ist meine Homepage. Die E-Mail steht da drunter, einfach schreiben. Ich beantworte alle Zuschriften. Wenn es auch mal ein bisschen mehr sind, dann dauert das natürlich auch etwas länger, aber ich beantworte wirklich alle. So, dann gibt es noch einen Hinweis, wer die Perlentaucher-Strategie erleben möchte, im Zusammenhang mit meinem Freund und Trader, den kennt ihr bestimmt auch, Nils Gajowi, zahltragstrategie.com, glaube ich, ist es. Und bei YouTube Zahltragstrategie hat er 2 bis 3 Videos in der Woche und er weiß, was er tut mit Dividenden und so weiter. Da haben wir einen Workshop vom 5. bis 11. Dezember auf Gran Canaria, eine Woche. Und dort bin ich dabei. Ihr könnt sehen, wo ihr das findet. Bei Gojovi Kong Kong. Und dann geht ihr auf Seminare und dann steht das dort. Das sind die Themen. Ihr könnt die Aufzeichnung natürlich anhalten hier und kurz mal draufschauen. Da unten ist meine Wenigkeit. Und der Themenkomplex ist natürlich die Perlentaucherstrategie. Was, wie kommt man dahin? Wie ist das zu handeln? Das lernt man damit bei. Das ist natürlich auch mega interessant, weil Aktienhandel halt anders bewertet wird als zum Beispiel der Futurehandel, ja, was steuerlich die Sache anbelangt. Das mal kurz als Hinweis. Wenn ihr Fragen dazu habt, natürlich auch an meiner Homepage oder per E-Mail, kann ich euch gerne dazu eine Auskunft geben. So, das war's und jetzt rattern wir rüber in den Agena Trader und zwar werde ich den mal jetzt hier rüberschieben. So, spannend ist ja immer, wo ich auch mal raufschaue, Finanzkalender. Ich bin nur nicht so der Nachrichtenjunkie, aber so allgemein orientiere ich mich schon nach den Nachrichten. Na klar, weil ich natürlich wissen muss, kommt da irgendwie was, wenn ich eine Position aufmache und ich wundere mich, warum der Gesamtmarkt jetzt fällt und ich bin long, dann muss ich mir da einen groben Überblick verschaffen. Was ich ganz spannend finde, ist hier heute hier die Stellenangebote und dann sieht man, es sind mehr Stellenangebote geworden als erwartet. Ja, von daher ist jetzt die Frage, ist die Wirtschaft gestiegen oder sind die Stellenangebote noch nicht besetzt? Daraus kann man auch seine Rückschlüsse ziehen und der Markt scheint ja auch dementsprechend reagiert zu haben. Marktklima ist das, was ich ja immer mache und mir immer anschaue, das sind die Indizes. Und da verwundert es nicht, wenn ich mal hier kurz mal sortiere, wer immer noch oben steht, ist der TechDAX, das ist ja ein Wunder, vor der Nasdaq, der hier gut performt. Man sieht das auch in der Monatsperformance, 3% zugelegt. In der Woche ist das Ding eher so ein Nullsummenspiel gewesen. Aber nichtsdestotrotz ist der TechDAX das Element, wenn man deutsche Aktien gerne handelt, was ich sehr gerne tue, dann ist das der Index, den man im Endeffekt auswählen sollte, um dort für Long-Positionen eine Möglichkeit zu finden. So, wenn man sich das jetzt genauer anschaut, dann ist es so, dass wir ein neues Hoch in dieser Woche, und zwar gestern erreicht haben und heute eine Korrektur hinlegen. So, und ihr wisst, ich ziehe immer das Volumen heran, das ist für mich ganz wichtig. Und ganz einfach das von hier unten. Wer sich hier wundert, dass da die Balken jetzt ein bisschen anders aussehen als in der Vorversion, der sieht, dass ich die Beta-Version, die 28400 benutze vom Agena Trader, die hat da ein anderes Layout. Finde ich ganz gut. Somit sehe ich sofort gleich ganz klar, welche Balken, welche Perioden hier oben, Candlesticks im Endeffekt negativ sind oder positiv. Was mir sofort auffällt, ist natürlich hier das hohe Volumen. Das seht ihr auch und das könnt ihr auch in jeder anderen Software oder im Internet sehen. Was heißt das? Dass wir im Endeffekt hier ein Hoch und ein Tief haben, und zwar in dieser einen Periode. Und der Markt hat hier kurz einen Ausbruch gespielt. Wer, jetzt sage ich ja immer wieder, der Ausbruchstrader ist, der muss immer damit rechnen, dass er mal auf die falsche Fährte gelockt wird. Der Markt geht wieder drunter und sackt jetzt wieder ab. Wohin kann er gehen? Das seht ihr selbst. Wahrscheinlich bis da unten, wo das erhöhte Volumen ist, wenn dort dann wieder erhöhtes Interesse zu diesem Preisniveau auftritt. Was heißt das für mich?
Würde ich jetzt nach Aktien screenen im TechDAX-Bereich? Nein, noch nicht, weil der Markt ja heute noch, sage ich mal, so negativ ausschaut. Und ich im Endeffekt was erwarten würde, dass der Markt hier runterkommt. Hier den 20er als leichte Unterstützung, der wird ja immer gerne gespielt, findet und dann hier auf dieses erhöhte Volumen reagiert. Und dann eventuell, es ist relativ simpel, ein Umkehrstab oder so eine Art Powerbar, hier so einen großen Bar, ne, in dem Bereich bildet. Noch am liebsten, wenn der Kurs mal kurz drunter tippt und wieder drin schließt. Warum warte ich das ab? Ganz einfach, weil ich natürlich ein erhöhtes Potenzial habe. Nämlich, wenn ich von hier unten aus starten kann, dann habe ich etwas mehr. Das ist im Index nicht so viel, weil für mich interessiert das nur das Timing. Die Prozente hole ich mir dann bei den Aktien, die natürlich mehr und besser performen als der Index in sich selbst, weil der Index ist nichts anderes als ein Durchschnitt. Ja? So, also das wäre die Taktik für den TechDAX. Müssen wir vielleicht noch ein, zwei Tage abwarten. Mal sehen, was der Markt macht. So, Nasdaq. Auch hier sind wir ja von vorgestern minimal an ein Hoch gelaufen, also am 6. September, da war ja Feiertag, wenn ich alle täuscht, irgendwie 6. September, genau, da oben haben wir ein neues Hoch und seitdem korrigieren wir. Ja. Was mich, sag ich mal, relativ negativ stimmt im Moment für den Nasdaq-Bereich, das ist hier der Mini-Future, der E-Mini, ist, dass Folgendes passiert ist. Und zwar haben wir ja hier diesen minimalen Umsatz, wie man sieht, das war wahrscheinlich der Feiertag hier, im Future-Bereich und wir haben hier ein neues Hoch gebildet. So, am nächsten Tag haben wir hier einen Umkehrstab. Ja, das Hoch wurde nicht neu überschritten, sondern nur ganz leicht mal angeteasert und dann gab es einen Umkehrstab. Und was jetzt passiert ist, dass an diesem Tief des Umkehrstabes, das Volumen ist zwar höher als das, aber das ist ja keine Referenz, weil es ja ein Feiertag war, ist das Volumen hier ungefähr auf dem Durchschnitt. Also nichts Besonderes. Aber was immer negativ ist, wenn ein Umkehrstab am Tief unterschritten wird. Und das hat es ja hier gegeben. Das ist schon mal negativ. Ne? Weil ja viele sagen, ah, Umkehrstab hoch und dann gehe ich rein. Manche gehen auch so rein in den Markt oder in niedrigen Zeiteinheiten. Das ist auf jeden Fall jetzt mal negativ. So, und dann schaue ich mir die anderen Punkte an. Dann sehe ich hier einen Umkehrstab und immer lange, was sagt man hier? Dochte. Ja. Das heißt, man sieht hier schon, dass es relativ unsicher ist. Deshalb bin ich hier nicht dabei, irgendwie einen Ausbruch zu handeln oder sonst wie. So, wie weit kann die Reise gehen? Wenn hier die Stops alle rausfliegen, was sicherlich hier schon passiert ist, gibt es vielleicht nochmal eine Reaktion nach oben. Und wir schauen auf die nächste Basis des Volumens. Wo ist das Volumen erhöht? Und da muss ich lange zurückschauen. Das ist einmal hier unten, das heißt an dem Tief bis hier. Und ich habe hier ein erhöhtes Volumen ungefähr auf diesem Niveau. Das war am 27. Juli. Und danach sind wir drüber ausgebrochen, haben kurz korrigiert. Man sieht, das habe ich auch mal in einem Webinar bei uns in der Gruppe gezeigt, eine leichte Korrektur erwarten und dann versuchen reinzukommen. Schwer möglich gewesen, weil das gar nicht funktioniert hat in dem Sinne. Und das ist auch so, dass es einfach nicht immer das macht, was man erwartet. Und das Risiko hier in einem Ausbruch zu sein, der sehr erhöht ist, und das Risiko damit erhöht einzukaufen, bin ich nicht gegangen. So, wie weit kann das zurückgehen? Natürlich kann es zurückgehen bis zu diesem Punkt des erhöhten Volumens, -2,35%. Besser wäre es schon, wenn er stoppen würde im Bereich des 20ers. Ja, das ist hier ungefähr, wenn er weiterläuft. Das heißt, wir vielleicht bei 15.400 sollte der Markt erstmal zum Stehen kommen. Ja, wenn das passiert mit einer positiven Kerze, mit einer Umkehrkerze oder einem Powerbar, dann bin ich wieder bereit, in der Nasdaq mal nach Werten zu suchen. Also, es besteht Korrekturpotenzial und der Markt ist recht volatil. Von daher würde ich dies abwarten. Und das setzt sich auch fort in den entsprechenden Branchen. Das schauen wir uns dann an. Als nächstes sehen wir meinen Welt-ETF. Wir sehen, der macht im Index das Gleiche. Er hat ein neues Hoch gemacht und korrigiert. Wir sehen,
Im Moment ist da noch alles intakt und der stellt sich wesentlich positiver dar, als heute der Markt im Allgemeinen in der Nasdaq an der Technik reagiert. Dann SDAX, auch wieder ein deutscher Index, ja, der kleiner wird. Und da schauen wir mal, da gab es ordentlich einen auf die Mütze. Ja. Die Strategie war ja bei dem SDAX, dass hier der Markt hier dieses erhöhte Volumen hat und dann korrigiert und dann hier zu screenen. Das war die Taktik, die ist auch aufgegangen, zu sagen, okay, hier einen Teilverkauf zu machen, den Rest zu profitieren, letztendlich über den Ausbruch mit der Restposition in Aktien natürlich. Und dann gab es heute das Gap, was natürlich auch bei den einzelnen deutschen Titeln, die im SDAX enthalten sind, auch zu Gaps geführt hat. Ja, also dann sind auch Stops, die man dann gesetzt hat an Tagestief zum Beispiel, die nutzen einem dann recht wenig auf Tagesbasis, weil man ja dann zur Eröffnung meistens tiefer ausgeführt wird. Ja, hat in dem Fall auch noch gut funktioniert, weil der Markt dann noch tiefer gesackt ist. Und von daher ist der Markt jetzt und die meisten Trades im SDAX natürlich fast per se und wir sind unterm 20er. So, wie weit kann der Markt gehen? Das hängt natürlich auch vom amerikanischen Markt an, aber ich rechne damit, dass der Markt hier nochmal zurückkommt. Das wäre dann nochmal die nächste Möglichkeit, hier unten im SDAX-Bereich nach Aktien zu suchen und die Möglichkeit nochmal hier oben hochzulaufen. Wird schwieriger, weil wir uns ja unterm 20er befinden. Und wenn der 20er jetzt hier so weiter runterläuft und wir würden hier eine Position aufbauen, dann sitzt hier oft der Deckel drauf. Ja, einmal von dem erhöhten Volumen, wo dann die Leute sagen, naja, wenn ich hier gekauft habe und bin da nicht raus, da gehe ich aber mal raus. Und der 20er, der immer gerne genommen wird. Von daher würde ich, wenn ich hier unten eine Position in Aktien finden würde, dort die Position mit einem Target versehen. Und wenn der durchbricht, dann ist das auch schön. Was auch negativ ist, ist das Gap Short. Ja, wir sehen hier ein Down Gap, ne, die Eröffnung, was ich gerade angesprochen habe, ist dieser Bereich. Und die beiden Markierungen, zwar die Eröffnung, das Hoch des letzten Tages, also heute, und das des vorletzten Tages Tief, bildet so eine Zone, wo jetzt auch so eine Range ist, die negativ ist. Relativ einfach zu erkennen im Chart. Braucht ihr gar nicht viel reinlegen. Gibt es auch mit jeder anderen Software, also kein Problem. Also, das wäre eine Möglichkeit. Warten müssen wir, bis was Positives passiert, eventuell genauso wie hier. Dann sind wir dabei. S&P 500, ja, der korrigiert auch schon schön fleißig, ist ein bisschen sauberer als Nasdaq und könnte auf jeden Fall bis diesen Bereich hochlaufen, der auch hier ein erhöhtes Volumen hat, und zwar da, wo die rote Linie sitzt. Ja, könnte ja super hier runterkommen. Und dann würden wir einen kumulativen Punkt haben, 20er und das erhöhte Volumen plus eine positive Kerze, wer dufte. Dann könnte man auch Aktien aus dem S&P 500 mal screenen und einen Blick in den Index werfen. Russell 2000 hat sich wieder schön ein bisschen nach oben geschoben, aber man sieht, so richtig performen, so wie hier, ist nicht mit den kleinen Werten. Ja. Das finde ich recht merkwürdig. Aber das müssen wir halt so nehmen, wie es ist. Was wäre die Möglichkeit, ja, wenn ich mir das erhöhte Volumen anschaue, das sitzt hier unten irgendwo, ja, dann habe ich hier oben Widerstand auf Wochenbasis, ne, diese Hochs, die ein paar Mal angeteasert wurden. Und das ist nicht im Moment der Punkt, wo man unbedingt reingeht. Wenn man reingeht, dann würde ich hier einen kleinen Down-Move abwarten, wieder einen Umkehrstab, eine positive Kerze, dann hat man vielleicht die Chance, noch hier hochzulaufen. Auf jeden Fall mit dem Target arbeiten. Restposition kann man nur hoffen oder beten, dass sie durchgeht. Wäre jetzt nicht ein Index, den ich jetzt unbedingt spielen würde, weil es nicht so sauber aussieht. Also im Endeffekt Finger von lassen. MDAX brauche ich eigentlich gar nicht mehr anschauen, weil ich habe ja schon bessere gefunden. Korrigiert auch. Was erwarte ich beim MDAX? Das ist jetzt wirklich nicht dolle hier mit dem erhöhten Volumen. Das ist gerade ein bisschen über den Durchschnitt. Könnte nochmal runterlaufen bis 35.700. Sieht auch nicht so sauber aus da oben. Würde ich die Finger von lassen. Das ist ein anderer Russell. Eurostoxx interessiert mich nicht. DAX Future. So, DAX Future war auch spannend. Wir haben hier das erhöhte Volumen gesehen. Die Zeichnungen sind schon etwas länger drin. Dann gab es verschiedene Tage, wo das Volumen so erhöht war.
Der Markt ist dann darüber ausgebrochen, das ist schön. Ich bin kein Ausbruchhändler, diesmal haben die Ausbruchshändler abgesahnt hoffentlich. Den Rücklauf konnte man dann aber einigermaßen handeln unter hoher Volatilität. Man sieht, wie der Markt runtergeht über das Volumen, wieder aufgenommen wird, darüber schließt. Also hier die Möglichkeit, hier nach Aktien zu screenen und hier diesen Move mitzumachen, wahrscheinlich auch wieder rausgeflogen wären in den entsprechenden großen DAX-Aktien. Ja, wenn man da die richtige Branche wählt, hat man vielleicht noch eine Chance, etwas mehr davon zu profitieren. Andererseits haben wir hier extrem hohe Volatilität hier oben. Und was mir nicht gefällt, ist das erhöhte Volumen, was am Hoch stattfindet. Das sind die beiden Tage hier, und zwar das hier und das hier. Und ich glaube, bei 16.000 ist der Deckel drauf. Das heißt, jetzt sind wir drunter ruhig gebrochen durch das erhöhte Volumen, durch diese ganzen Lunden, wo der Markt wieder aufgesammelt wurde. Jetzt sind wir nochmal drunter gegangen. Man sieht das hier. Na, auch das erhöhte Volumen. So, an der Kerze. Und wenn wir jetzt ja drunter jetzt schließen sollten, dann könnten wir schnell bis 15.500 runtersacken. Und das wäre negativ. Und was mir heute auch gar nicht gefällt, ist, wir sind unter dem unteren Bollinger Band angekommen. Und ich gebe zu bedenken, das ist immer nur eine Möglichkeit. Wir haben auch hier so eine Situation, wo der Markt wieder volatil nach oben schoss. Aber man hat im Endeffekt als Tageshändler da eigentlich gar keine Chance reinzukommen. Das ist was für Intraday-Händler. Genauso wie hier, raus. Hier hätte man noch die Chance gehabt, auch die Position aufzubauen und auf eine Move zum 20er hin zu spekulieren. Aber wenn der Markt mal schlechter läuft, so wie hier, dann sind das auch die Situationen, die auf einmal nicht mehr funktionieren. Ja? Das sind dann so eine. Also wenn der aus untere Bollinger Band angeteasert wird, dann bin ich immer sehr vorsichtig, weil das kann sich relativ schnell und dynamisch fortsetzen. Ja, das wird nicht ganz so schnell gehen, weil das Geld ja reindrückt, aber ich bin halt vorsichtig. Und dass der Markt bis 15.000 geht, halte ich mal jetzt gar nicht so für unwahrscheinlich, je nachdem, was für Nachrichten da noch draufdrücken auf den Kurs. Also ist für mich jetzt keine Option, jetzt hier irgendwie den DAX oder Einzelwerte daraus zu spielen. Gabriele fragt, was meine ich mit 20er? Das ist die grüne Linie und das kennst du bestimmt auch, egal wo, auch bei anderen Plattformen. Das ist der SMA 20, also der einfache gleitende Durchschnitt vom SMA. Ja, also vom Durchschnittskurs. Und das ist bei mir das äußere Bollinger Band. Und da ist das, der einfache gleitende Durchschnitt einfach mit bei. Ja. Und der wird halt oft, sag ich mal, beachtet, gerade in Amerika, wird der sehr oft gespielt als Unterstützungsbereiche oder als Durchbruchbereiche, sage ich mal, angeschaut. So, Gold, auch spannend. Ja, das ist in dem Fall ein ETF. Ich könnte natürlich auch den Future nehmen, der sieht auch nicht viel anders aus. Was mir auffällt ist, wir haben hier einen Wochenwiderstand drauf sitzen. Ich kann das mal zusammenschieben. Ja, der Markt ist nicht über den 200er gegangen, so wie ich es hier mal eingezeichnet habe beim Webinar, sondern er hat gleich wieder Tauchstation gemacht, tiefer und jetzt wieder ganz schnell nach oben. Und jetzt reagiert er wieder schon wieder nach unten. Das Einzige, was ich hier sehen kann, ist, dass ich im Moment keine Situation finde, die mich jetzt irgendwie in diesen Markt hineintreibt. Ja, wir sind unterm 200er. Wir haben hier einen Umkehrstab, der sich hier bildet. Das ist positiv, aber hier oben ist schon wieder der Deckel drauf. Also ich sehe da jetzt nichts, was mir irgendwie Freude bereiten würde. Also Gold auch nicht. Der Dow, ja, Future Dow 30. Da sehen wir, was ist passiert. Wir sind über diese grüne Zone, das heißt diesen Wochenwiderstand hinausgegangen, haben ihn angetestet und das war die Möglichkeit hier, so ähnlich wie im DAX, wie es genannt hatte, hier unten bei diesem Umkehrstab, hier nach Werten zu screenen aus dem Dow, wer das mag. Ich spiele ja lieber eher die Nebenwerte, um dann von diesem Anstieg zu profitieren, hier ein Target reinzulegen, wo die rote Linie ungefähr liegt, hätte man fast erreicht. Und dann wird die Restposition wahrscheinlich durch diese Korrektur von gestern und heute wahrscheinlich schon wieder in Aktien dann auch eliminiert worden sein. Aber so sind Trades nun mal. Man kann ja nur gewisse Dinge spielen und Taktiken, weil ich kann die Kurse auch nicht lesen. Also
Aber ich weiß sie vorher. Wenn ich lesen jetzt schon im Retrograd ist das ja immer einfacher. In der Zukunft weiß ich es auch nicht. So, was mir auffällt, ist hier ein erhöhtes Volumen. So ein bisschen, wenn heute das Volumen hier aufgeführt wird, bin ich gespannt, was hier wie die Kerze letztendlich ändern wird. Was mich dann zu nicht bewegt, große Positionen hier irgendwie in einem Einzelwert, in einer Aktie aus dem Dow aufzubauen. Ja, zumal das Ding ja auch nicht mehr hier oben steht, ja, vom Ranking. Hat ja eine Zahl und da steht es halt irgendwie in der Mitte. Also ist nicht ganz so mein Fall. Gefährlich ist es zum Beispiel auch, dass der am gleitenden Durchschnitt 50 für dich, Gabriele, hier notiert. Ja, wenn ihr unterm 50er wegsackt, dann wird er wahrscheinlich hier bei 34.700 seine kleine Stoppung wahrscheinlich einlegen. Und dann wird es gefährlich, weil auch dann sind wir unter dem unteren Bollinger Band. Sehr spannende Situation, weil dann mehrere Punkte auf der Unterstützungsseite dazukommen. Und wenn die dann genommen wird, dann kann es immer noch schnell mal nach unten gehen. Also im Dow bin ich auch nicht so positiv. So, Euro, US-Dollar, bin kein Währungsexperte. Den habe ich immer nur drin, damit ich ungefähr sehe, was da gespielt wird. Sehe ich ganz positiv, ja, die Dynamik hier nach oben, dann haben wir so einen Umkehrstab und dann wie auf Ansage jetzt hier die Korrektur, wenn der Markt jetzt hier über dem 50er sich hält, über dem 20er ist er ja schon, der 20er crossed, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der, wenn er über das Hoch hinausgeht, hier bei 1,18,518, dass er dann etwas weiter geht und bis zum 200er läuft, bis 1,20. Bin kein Währungsexperte, ist für mich so ein ungefähres Timing. So, schauen wir nochmal auf Öl. Öl sieht genauso confused aus, lief ganz gut. Ja, nach den Zahlen genau hier bis auf dieses Volumentief vom 21. Mai gelaufen. Dann extrem stark der Future wieder angezogen nach den Zahlen. Und jetzt dümpeln wir hier so rum. Was würde ich bei Öl abwarten? Ich würde das abwarten, bitte einmal nach oben ans Bollinger Band, dann die Korrektur hinlegen und dann möglichst bei erhöhtem Volumen. Also im Moment nichts zu tun für einen Long. Silber steht ganz unten, ist ja auch von ferner liefen. Man sieht, Silber reagiert auf den 50er und macht wieder die Kehrtwende. Und was mich auch nicht ganz so positiv stimmt, ist, auch hier hatten wir einen Gap, ja, in diesem Bereich. Und der Markt schließt wahrscheinlich heute darunter. Wir sind noch über dem 20er. Wenn das hier nicht zum Stillstand kommt, das ist ja in dem Fall auch ein ETF, den ich hier nehme und nicht mir den Future anschaue. Hier war erhöhtes Volumen. Hier haben die Leute sehr gerne Silber eingekauft. Deshalb glaube ich, wenn man das hoch nimmt hier in dem Fall, dass der, wenn er hier weiter nach unten kommt, hier vielleicht in dem unteren Bereich wieder einen Käufer findet. Ja. Sollte das hier oben stattfinden, dann könnte man eine kleine Position in Silberaktien, suche ich ja dann, nehmen. Wenn hier so ein Umkehrstab jetzt kommt, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal bis zum 50er läuft. Aber das wäre mir zu wenig Potenzial. Ich würde lieber einen Rücklauf hier unten abwarten und dann bis diese in diese Zone hinein bei erhöhtem Volumen in den Gap-Bereich, in den Down-Gap-Bereich hineinhandeln und dann Teilverkauf in dieser Zone machen. So, jetzt schauen wir mal auf die Fragen. Der Timo meint, keine Werte suchen, die zuvor gut performt haben und damit short gehen. Das ist eine, ich sage mal, natürlich eine sehr aggressive Taktik. Das kann man auch tun, aber ich würde das nicht auf Tagesbasis tun. Wenn alle Indizes, ja, man sieht das ja, wenn ich jetzt hier oben in den Indizes TechDAX, NASDAQ und SDAX unterwegs wäre oder im S&P 500 vielleicht, dann zählen die ja mit fast zu meinen Outperformern. Das heißt, sie sind besser als der Welt-ETF oder als die Welt. Und wenn ich dann Aktien nehme, die stark performt haben, das können wir uns auch mal dann anschauen, dann habe ich natürlich das Risiko, dass so eine Korrektur relativ schnell wieder zurückgekauft sind. Dann eine Aktie, die mega gut performt hat, da warten die Leute eigentlich nur drauf und sagen sich, hey, da will ich aber wieder rein. Und dann kann ich nicht short gehen auf Tagesbasis. Dafür müssten sich die Märkte grundsätzlich ändern und gewisse Kriterien erfüllen, ja, unter dem Bollinger Band schließen, abwärts gerichtete gleitende Durchschnitte, Widerstände,
erhöhtes Volumen an Hochs. Das sind so kleine Spuren, die man da drin sieht in den Indizes. Und wenn das dann passiert, dann kann ich wieder aus der Korrektur Short handeln. Aber dann nehme ich eher noch Werte, die dann negativ performt haben, also auf der negativen Seite, also auf der rechten Seite meines Screeners rot aufleuchten. Ja. Das ist eine andere Taktik. Und ich würde eine Zeiteinheit vielleicht runterschalten auf Stunde. Dafür bräuchte ich aber wieder etwas mehr Nähe zum Markt. Ja. Und ich spiele lieber die Tagesbasis. Und solange Long-Situationen da sind, werde ich diese auch spielen. Und wenn sich das verändert, dann natürlich darauf reagieren. Was bedeuten die grünen und roten Querbalken, fragt Micha. Grünen und roten Querbalken. Ach so, du meinst diese hier. Das sind Widerstandszonen, wie du siehst, wo der Kurs halt reagiert. Das sind halt keine punktuellen, genau auf den Preis gelegten Dinge, sondern das sind Dinge, wo der Markt halt reagiert. Und das auf Wochenbasis. Ja, damit habe ich einfach eine höhere Trefferquote, was den Widerstandsbereich und die Zonen angeht, als wenn ich jetzt hier auf Tag mir die Sache anzeigen lasse. So, dann haben wir uns die Märkte mal angeschaut. Fakt war, dass die Nasdaq letztendlich eher jetzt korrigiert und daraus folgt natürlich auch, dass Branchen daraus wahrscheinlich auch korrigieren. Man sieht, sie hält sich, jetzt zieht wieder ein bisschen an. Aber ich habe ja gesagt, wohin fließt das Geld der Welt? Das ist mal spannend zu sehen. Das mache ich mit dem Märkte-Welt-ETF-Screener. Und wenn ich das hier alles mal so sortiere, dann seht ihr, was hier oben steht. Das ist Indien, Asien, Japan und Polen performt hier sehr gut, möglicherweise. Thailand performt hier sehr gut. Das ist im Moment, was gespielt wird. Und das nehme ich für mich immer so, da ich ja überwiegend nur amerikanische und deutsche Aktien handle, nehme ich für mich so als Indiz, ja, wenn der amerikanische Markt nicht mehr oben mitspielt, im oberen Drittel, dann wird es kritisch, weil dann geht das Geld woanders hin. Warum soll ich denn amerikanische Aktien kaufen, wenn das Geld im Moment nach Indien fließt? Oder warum soll ich amerikanische Aktien kaufen, wenn das Geld nach Japan fließt? Dann gibt es vielleicht was anderes. Natürlich kann man indische Aktien, mein Kenntnisstand, der Markt ist da noch nicht offen. Vielleicht gibt es an der Nasdaq vielleicht indische Aktien, die dort emittiert haben. Das weiß ich gar nicht. Aber die einfachere Möglichkeit wäre zum Beispiel, ein ETF zu kaufen, der auch im Xetra-Markt, also in Deutschland handelbar ist. Das wäre jetzt der hier und der ist sogar in Euro geführt. Ja. Muss man nicht nehmen. Ich will auch keine Werbung machen dafür. Für mich ist es einfach nur eine mögliche Anzeige eines Charts, wie so ein Index quasi. Und das kann ich halt dort sehr gut sehen. Würde ich jetzt sofort das kaufen? Nein, ihr wisst, wie ich das handle. Ja, ich brauche auch hier eine Korrektur. Ja? Und was erwarte ich dann? Den nächsten Volumenhoch, das ist der nächste Volumenhoch, wo die Leute Lust hatten, das zu kaufen. Das ist hier der 30. August. Ja, da haben wir einen Volumenspike in dem ETF. Da geht es nach oben. Und den zweiten Tag auch. Das heißt, der Markt wird wahrscheinlich hier so reinkommen und dann wäre ich bereit, in Indien hier mal eine kleine Position noch in dem ETF aufzubauen. Wenn hier ein Umkehrstab kommt, ihr wisst, das ist immer das Gleiche. Oder so eine Art Powerbar. Könnte ich mir das gut vorstellen. Nicht mit der vollen Positionsgröße rein, denn der Markt könnte auch noch mal ein bisschen tiefer gehen. Ne? Bis hier. Ja, Volumengröße. Da. Bei 6,19 wäre nicht so toll, aber es wäre auch möglich, ne, weil noch das Bollinger Band hier unten ranläuft, müsste sehr schnell gehen. Ich rechne eher damit. Also es ist schon mal interessant, auch sowas zu verfolgen und auf die Situation zu warten. Also traden ist für mich auch warten. Ne? Also um die Situation, bis sie eintritt, dass ich halt eine Korrektur habe, das muss ich auf alle Fälle feststellen, weil ansonsten wird mein Risiko einfach zu groß. Ne? So, Nikkei ist genau das Gleiche. Der ist natürlich wahnsinnig abgegangen hier, auch dieser ETF in dem Fall. Und natürlich hier oben springe ich jetzt nicht drauf, sondern genau das Gleiche ist, wo sollte er hinkommen? Ich rechne damit, dass der Markt nochmal korrigiert von hier und vielleicht in diesem Bereich, das ist jetzt ein ETF, 2280, der Index wird dann wahrscheinlich dasselbe machen, hier wieder zurückkommen. Und dann habe ich auch eine gute Position, hier reinzukommen. Ja, unterstützt von dem erhöhten Volumen hier unten, bin ich dann relativ gut abgesichert.
So, dann schauen wir mal an, wo die amerikanischen Indizes liegen. Dann gucken wir mal nach unten. Da ist gar nichts. Das ist Südamerika. Und dann der DAX, der sitzt hier unten. Der scheint auch nicht so toll zu sein. Und dann schauen wir mal weiter nach oben. Wo haben wir es? Hier ist meine Benchmark, die Welt. In der Mitte sieht man so. Und dann kommt der S&P 500. Der kratzt da auch dran. Dann kommt USA allgemein mal zu schauen. Eine Vermischung von den 2000 besten Aktien. Und dann kommt Nasdaq. Ja, also spielt nicht mehr oben mit. Und das Interessante ist, dass der TechDAX da noch besser performt im Endeffekt als Nasdaq. Das ist hier der Tag in dem Fall. Genau. So, das mal nur so ein Einblick. Also wenn die amerikanischen oder deutschen Märkte nicht mehr hier oben im oberen Drittel sind, das wird langsam kritisch, dann bin ich eher bereit, sage ich mal, auch mal einen ETF zu kaufen, um dann zu sehen, bis die Märkte sich da wieder einpendeln. Wenn man das in den Einklang bringt mit den Indexanalyse und sagt sich, okay, die oberen Märkte kippen alle, dann ist es Zeit, mal Geld abzuziehen und vielleicht andere Märkte zu sehen. Und das wäre ein Indiz dafür, wo das Geld dann jetzt hinfließt. So. Wie kann Carsten fragt, wie kann man die Widerstandsbereiche auf Wochenbasis einschalten? Das müsstest du mich mal anschreiben per E-Mail, weil das kann ich jetzt nicht machen, weil es geht ja um die Indexanalyse. Aber das ist kein Problem mit dem Margina Trader, also von daher funktioniert das. So, dann muss ich mich beeilen. Dann war Branchen und Trends. So, US-Sektoren. Bei mir sind das ja Branchen und Trends, die schon dabei waren, kennen das ja. Die lange Liste, und zwar die althergebrachten Branchen, sowas wie Real Estate oder Healthcare, vermischt mit den neuen Trends. Ja. Und was interessant ist, ist, Cloud wird gespielt. Alles, was mit Cloud-Software zu tun hat, ja. Sieht man hier. Und das finde ich halt auch ganz interessant. Eine gute Konstellation, wie ich finde. Ja, wir hatten hier den Wochenwiderstand lange und jetzt ist der Markt drüber hinausgelaufen. Ich handle keinen Ausbruch, aber jetzt kommt vielleicht die Zeit und zwar der Markt korrigiert. Ja, das ist letztendlich auch ein Xetra gehandelter ETF und wenn der Markt weiter korrigiert, scanne ich das mal hier ein, in diesem Bereich, dann habe ich natürlich eine Art Pullback. Und ich habe einen kumulativen Punkt, also das heißt, es kommen mehrere Punkte zusammen, die mir eine gute Möglichkeit, sagen wir mal, vielleicht bieten, dort einzusteigen. Ich habe also diese Unterstützung hier, diese grüne Linie, quasi wenn er zurückkommt nach dem Ausbruch. Dann habe ich den 20er da und der 50er ist auch nicht mehr weit, das ist schon mal positiv. Und ich habe eventuell, schauen wir doch mal, ein leicht erhöhtes Volumen an diesem Widerstand- und Unterstützungsbereich etwas darunter. Das heißt, wir haben hier ein erhöhtes Volumen in dieser Kerze, also in dem Hoch ungefähr. Es kommt hier so ein Unterstützungsbereich zusammen. Also entweder dreht er hier schon mit einem Umkehrstab oder er macht es in dem Bereich. Ja, wird immer preiswerter. Deshalb würde ich hier planen mit 50-50 Risiko, also 50% der Positionsgröße. Damit meine ich die Gesamtinvestition in eine Aktie. Beispiel, wenn es 5.000 Euro pro Position sind in einer Aktie, dann würde ich hier nur 2.500 investieren. Es kann auch sein, dass der Markt dann später abhaut. Und den Rest würde ich hier nochmal versuchen, dann einen Durchschnittskurs zu bekommen und dann bis da oben wieder hinzulaufen. Das mache ich natürlich nicht in einem ETF, sondern dann will ich natürlich eine Aktie sehen. Und die Aktie aus dem Cloud-Bereich, die ich mal so rausgesucht habe nach dem Screening, ich will mal gucken, ja, das ist die Aktie, ist die SPT. Und die SPT-Aktie, schauen wir mal an auf der Longwatch-List, da, wo ist er? Ich glaube, SPT, Sprout Social, ist natürlich jetzt nicht im Kaufbereich, sondern ich warte genauso wie die Korrektur in dem ja, in der Branche die entsprechende Korrektur ab. Also ja, der Markt sollte korrigieren und dann, ja, mal schauen, ob wir die Unterstützung haben, haben wir keine, sollte er vielleicht hier in dem Bereich bei 116 zur Ruhe kommen und dann wieder
positive Signale setzen. Bis dahin muss ich warten. Steigt er weiter, muss ich auf die nächste Korrektur warten. Ich warte gerne immer eine etwas tiefere Korrektur, manchmal auch die Zeit. Wenn hier etwas Positives kommt, eine starke Kerze, dann kann ich das handeln, weil hier ein Korrekturmodus war. Also mein Tool zeigt mir das dann an, wenn die Korrektur erreicht ist und sich wieder stärker aufbaut, dann kann ich das spielen. Das wäre jetzt eine Sache, die ich jetzt beobachten würde, diese Aktie, und gucken würde, wie die reagiert, um dann einen Einstieg zu finden. Da werfe ich einen Blick drauf. Dann haben wir noch einen anderen Bereich von Branche oder Trend, besser gesagt, ich würde sagen eher Trendbereich, und zwar Software. Da passiert im Endeffekt dasselbe. Ja, ist auch ein ETF. Wir hatten hier auch ein Hoch, dynamisch durchgebrochen. Wir haben hier so ein kleines Gap. Minimal, aber es ist ein schöner Unterstützungsbereich. Dann geht der Markt etwas weiter, macht ein neues Hoch und seit zwei Tagen, also inklusive heute, korrigiert hier ein bisschen. So, also was erwarte ich, dass der Markt korrigiert? Wieder ein bisschen in diesen Bereich hinein. Der 20er kommt hinterher, wunderbar. Und ich sehe erhöhtes Volumen in diesem Bereich, also extrem auffällig, ja, diese Kerze, der bei 400 ungefähr liegt. Der Markt könnte also wirklich noch ein bisschen tiefer gehen eventuell und leicht erhöhtes Volumen hier oben. So, da, das ist am Hoch, hat nicht gehalten. Runter, ja. Deswegen handle ich das nicht gerne und deshalb haben wir hier wieder diese Zone zwischen diesem kleinen Gap-Bereich, dieser Kerze hier oben, wo es dann korrigiert, also einen relativen Hochpunkt, kommt zurück. Und wie verhält sich dieser ETF jetzt mit dieser Branche, mit diesem Trend von Software? Das kann ich dann dazu nutzen, wenn das wieder korrigiert, etwas weiter hier, und das war der falsche, Umkehrstab oder Powerbar bildet, das ist immer das Gleiche. Aber ich hoffe, ihr merkt es euch, dann kann ich hier dementsprechend reagieren und hier unten screenen, hier oben Teil verkaufen. Wenn es weitergeht, freuen wir uns. Und wenn nicht, dann haben wir diesen Trade halt so geplant und untersucht. So, und welche Aktie habe ich da rausgeschaut? Und zwar aus dem Softwarebereich. Da schaue ich mal in die Longwatch-Liste. Ich glaube, es ist die SSP Commerce. Na, die war vorhin noch schön auf Umkehrstab. Nein. Die hat mega gut zugelegt, korrigiert hier über die Zeit, hier mal ganz kurz über den Preis, aber der Schlusskurs bleibt immer in dieser Range bei diesem Ausbruch. Und hier kann man zwei Dinge spielen. Entweder Phase 1 abwarten, bis sie etwas weiter runter korrigiert. Da haben wir hier das erhöhte Volumen vom 23. August. Das ist hier. So, wenn man jetzt die Tage so ein bisschen zählt dazu, dann läuft der 20er mit Sicherheit hier hoch. Dann haben wir hier einen kumulativen Punkt. Und wenn die Aktie korrigiert bis darunter, was mir, sag ich mal, am liebsten ist, dann werde ich hier einen Einstieg finden, wenn sie einen Umkehrstab macht oder eine Powerbar. Macht sie das nicht, könnte man hier einen Ausbruch versuchen. Dann muss man aber damit rechnen, dass das Ding nochmal bis 129 zurückgeht. Ja, und wenn es hier unter diesen Umkehrstab geht, wird das mit Sicherheit getestet. Also, weil da kommt dann nochmal Dynamik rein. Ja, also vorhin sah es eher so aus, als wäre die nochmal korrigieren. Das Ding habe ich auch in der Longliste, schaue ich mir gerne an und werde darauf reagieren. So, dann machen wir mal einen kleinen Rückblick. AMD. Und zwar Software, nicht Software, sondern Halbleiter waren bei einem Webinar auch, sage ich mal, im Fokus. Dann schauen wir uns mal an, wie das gelaufen ist. Screener Sektoren, Halbleiter ist hier. Ja, war zu der Zeit relativ hoch bewertet und relativ dynamisch. Und das war diese Zeit. Und hier ist Folgendes passiert. Der Markt ist nach oben gelaufen, hat korrigiert, hat hier nochmal Stärke gezeigt, aber ist da nicht darüber gelaufen. Das heißt, man hat auch keine Position in den entsprechenden Aktien oder so gefunden, die auch getriggert wurden. Dann ging es weiter runter in diesen Unterstützungsbereich und hier kam es dann zu einer Umkehr und hier habe ich dann gescreent. So, ich bin dann, wie ihr sicherlich wisst, auf die AMD-Aktie gestoßen. Sicherlich gab es auch performantere, aber die AMD
wollte ich schon immer mal besitzen und habe dann die AMD gehabt. Und das ist dann der Tag gewesen, der 19. August hier in dem Branchen-ETF. Und dann schauen wir mal, was passiert ist mit der AMD-Aktie seitdem. 19. August war bei der Aktie dieser Tag, ne, keine große Stärke in dieser Position. Also entweder hier eingestiegen, ich habe einen anderen Einstieg gewählt. Ich habe gesagt, wenn die Hochs hier genommen werden, dann steige ich dort ein. Ich bin also bei 106 rein und habe mir dann angeschaut, wo sitzt das entsprechende Volumen, wo kann der Markt maximal hingehen. Natürlich hier bis 122 im Idealfall. Aber natürlich habe ich auch an der Unterschwelle dieser Kerze auch ein erhöhtes Volumen. Also hoch und tief sind da relevant. Und man staune, der Markt läuft wirklich teasermäßig genau ganz kurz daran. Wir können das mal vergrößern, da seht ihr es, genau bis hierhin. Und das hat mich dazu veranlasst, ein Limit zu legen, also einen Teilverkauf in der Aktie zu machen. Und das war bei 113,95, 113,80 in dem Bereich. Bin also hier mit 50% der Position raus in diesem Bereich und bin jetzt auf Break-Even ausgestoppt worden. Das heißt, im Endeffekt ist die Hälfte der Position des Trades im Gewinn gewesen. Ich bin jetzt raus. Die Bedingungen sind ja auch nicht mehr so gut. Und ja, hätte der Markt hier nochmal schön durchgezogen, dann wäre die Restposition drin, so ist sie draußen. Aber die Hälfte des Trades ist halt eingefahren und der andere Bereich ist halt dann der Position vielleicht mit einem kleinen Kosten-Minus rausgegangen. So, so laufen Trades, die laufen nicht immer optimal. Wichtig ist, dass man das Ding irgendwie plant. So, dann schaue ich mal. Der Herr Eckbart hat gesagt, er möchte gerne die Deutsche Telekom sehen. Okay, schauen wir uns mal an. DTE ist das Kürzel. Ja, DTE.de, denke ich mal. Da ist sie, Deutsche Telekom. Gekauft hast du sie am 7.9. 7.9. zum Kurs von 17,94. Danke für die Daten. Ich zeichne hier mal eine Linie ein. 17.9. Quatsch, am 7.9. So. Aha. Sieht gar nicht so schlecht aus. Waren da Zahlen oder so? Ich weiß nicht genau, weil das sieht hier nach, das ist ja nach einer Gap-Eröffnung, ne? Also hier ist ja der Eröffnungskurs oben. Das heißt, wenn du am 7.9. da rein bist, hast du hier unten gekauft oder in dem laufenden Tag hinein, denke ich mal. Weil hier oben hat der Kurs ja eröffnet und dann wieder runtergerauscht. Da hätte ich so ein bisschen Muffensausen, dass der Markt dort, sage ich mal, durchgeht. Bei so einer riesen schwarzen Kerze hätte ich wahrscheinlich meine Stop-Limit-Order hier drüber gelöscht. Ja. Einstieg wegen Trendkanal am unteren Ende gekratzt. Okay, das ist ja eine andere Strategie. Schauen wir mal. Ja, wer hier so einen Trendkanal anlegt, das ja, ist okay. Ich handle Trendkanäle nicht ganz so. Ich sehe das halt eher anders, aber ich kann es dir mal zeigen, wie es mit der Taucherbrille aussieht. Hier an dem Tag war ein erhöhtes Volumen am 31. August. Das ist einmal das Hoch hier und einmal das Tief an dem Tag. So, der Markt eröffnet dann hier oben wegen Zahlen oder sonst was, schafft es dann nicht da zu bleiben, scheitert auch an diesem hohen Volumen, rauscht runter, schließt dann da drunter unter diesem erhöhten Volumen. So, was jetzt noch ist, dass das Volumen hier auch erhöht ist. Das heißt, wir haben auch da oben nochmal einen drauf bekommen. Das heißt, alle, die da oben gekauft haben, es gibt ja immer Verkäufer und Käufer auf der anderen Seite, die sind halt die Gelackmeierten. Deshalb nehme ich immer an, dass da oben dann, wenn der Markt da hinkommt, natürlich auch wieder abverkauft wird oder wenigstens seitwärts läuft. So, jetzt sind wir im Moment da drunter. Es hat auch nicht gehalten und wir sind unter dem 20er. Das heißt, jetzt eine Kaufposition sehe ich nicht, da für mich auch nicht keine Umkehrstäbe drin sind oder sonst wie und als Reaktion würde ich den Markt nicht kaufen jetzt, wenn ich an der Seite stehen würde und keine Position hätte. Da du eine Position hast, würde ich aufpassen,
Der Markt könnte demnächst noch weiter rutschen zum nächsten Volumen, zum erhöhten, und zwar bei 17,50. Wenn das passiert, sind wir verclosed unter dem unteren Bollinger Band. Und dann kann es weitergehen bis zu diesem Tief bei 17,21, wo auch die Wochenunterstützung sitzt. Ja. Also ich würde die Telekom momentan nicht anfassen, weil sie erstmal kurz vor dem Break unten diesem Trendkanal sitzt. Das ist eine schwierige Zone, würde ich auf jeden Fall aufpassen, dass du hier nicht zu weit runterkommst. Ja. Also wenn sie da nicht dreht, musst du halt die Position, denke ich mal, irgendwie auflösen. Außerdem, wenn du investiert sein willst, längerfristig, und dann hast du natürlich eine andere Strategie. Ich sehe das immer so, weiß ja nicht, wie lange ich drin bleibe. 3-4 Tage, bis das Target gefüllt wird, und die Restposition kann ja auch lange laufen, am 20er zum Beispiel, bevor ich sie dann auflöse, wenn sie da drunter geht, wenn es klappt. Okay, wer noch mag, kann jetzt noch gerne noch eine Aktie hineinschmeißen. Ich habe mir mal eine Aktie ausgesucht, noch Striker, Name Striker Corporation, schauen wir mal, auch im medizintechnischen Bereich, da sehen wir, es auch was Schönes passiert gerade, die machen da irgendwie alles, was mit Gelenken und sowas zu tun hat. Und wir sehen, die haben ein neues Allzeithoch erreicht und sind jetzt auf dem Weg nach oben. Brauche ich eigentlich gar nicht sagen, das wisst ihr schon von alleine. Was wollen wir sehen? Ja, kleine Korrektur hier unten in dem Bereich. So, schauen wir mal, ob das Volumen mitspielt. Da oben vielleicht noch als gewisse Unterstützung. Ja, hier. Ja, da was erhöhte Volumen. So, Wochenunterstützung würde passen. 20er auch hier, also bei 271 würde ich das Ding vielleicht mit einer Position mitnehmen. Ja, von daher, sowas suche ich. Das sind natürlich alles Aktien, die schon lange trenden, aber es ist auch nicht verkehrt. Aber ich muss halt Punkte finden, wo ich reinkomme und wo ich dann wieder sagen kann, hier unten steige ich ein und da oben gehe ich mit einem Teilverkauf raus, weil ich halt nicht weiß, ob das Ding irgendwie da durchgeht. Ja. So. Dann schauen wir mal, da kommen neue Werte rein. Okay, eine Apple. Eine Apple. So. Hui. Ja, Ausbruchstrader. Hallo und auf Wiedersehen. Ich hoffe, wenn man das tradet, ist man eher auf der kürzeren Zeitebene unterwegs. Und nimmt dann auch Teilgewinne mit. Die sind halt gut für die Equity-Kurve, also für ihre Einkommensquote, um dort die ein bisschen anzugleichen. Apple, ja, wo kann die hinlaufen? Das seht ihr selber. Hier haben wir eine Wochenunterstützung. Wir haben hier einen 20er. Und wenn man das weiter dichtet, so ungefähr läuft das ja mit der Zeit, dann kommen wir mit Sicherheit, wir haben ein erhöhtes Volumen, ne, diesen Bereich unten, ja, die ein bisschen herausstechen. Ist genauso das Hoch, der Ausbruch, wunderbar gespielt. Apple würde wahrscheinlich, ich habe Apple nicht, sitzt an der Seitenlinie, würde ich einfach warten, bis das Ding wieder zurückkommt und hoffentlich dann hier in dieser Zone mit dem Volumen wieder so eine Kerze hinlegt oder so ein Umkehrstab, halt so ein Ding. Ja? Würde jetzt abwarten. So, DGX machen wir auch. DGX, Quest Diagnostik. Ihr seht, ihr seid im Healthcare unterwegs. Healthcare spielt, ja, kurz mal die Branchen anschauen. Healthcare, Medical Devices auf Platz 2 bei mir. Also macht auf jeden Fall Sinn. Die Branche zieht auch schön durch. Ja. Ist natürlich auch gerade ein bisschen teuer. Ist eine Verbilligung, so eine Art Korrektur, warten wir halt immer gerne. Ja, man sieht, das ist auch dasselbe Setup, es funktioniert in der Regel. Man hat eine gute Chance-Risikoprofil. So, DGX im Einzelnen, ja super, wenn du sie hast, ja, brauche ich ja nicht zu sagen, das Ding steigt wunderbar. Korrekturmäßig würden wahrscheinlich hier die
ein Ende finden, das erhöhte Volumen bei dem Ausbruchsversuch hier. Ja, nächsten Tag so hin und her und dann drüber, zack, was mache ich? Schöne Aktie, Rücklauf und hier wieder eine Reaktion sehen, da wo das Volumen hoch ist. Ne? Sieht man auch hier nochmal bestätigt, das Volumen ist da hoch, ja, in diesem Bereich. Das heißt, diese Zone hier um 150 könnte einen Support bieten. Im Moment wäre sie mir zu teuer, warte ich auf den Rücklauf. So, was haben wir denn noch? Agina Trader, wo hast du die Spalte Detailbranche? Liebe Grüße, Reinhard. Ja, Reinhard, das ist gar kein Problem, das kannst du auch. Woher habe ich die Spalte? Entweder klickst du hier auf diesen Stift oder du klickst hier rein und gehst auf Spalten bearbeiten. Also mit rechts einfach hier in die Zeilen klicken. So, dann hast du hier Informationen. Zack. Und dann hast du hier Instrumenteigenschaften. Ja, das ist hier kein Musikinstrument. Dann ziehst du das hier rein. Und dann hast du hier auf der rechten Seite Instrumenteigenschaften, die Beschriftung. Und dann gibt es da drüber noch eine Spalte. Instrumenteigenschaften, da steht I7 drin, aber die dürfte dich ja nicht so interessieren. Außer du willst die Nummern auswendig lernen. Und dann kannst du hier einfach mal sagen, gibst dir Main Sektor ein oder Detail Sektor. In dem Fall Detail Sektor und klickst auf Bestätige und dann kommt die da rein und dann hast du die Sache da drin. Funktioniert folgendermaßen, bei amerikanischen Aktien sind die drin, bei deutschen Aktien, wie ihr hier seht, Deutsche Telekom ist sie drin. Wenn ihr zum Beispiel bei CapTrader eine Order aufsetzt, dann holt sich der Arjuna Trader die Branche von den deutschen Aktien und dann trägt er die auch da ein. Also ihr könnt auch eine Order eingeben und nimmt die wieder raus, dann habt ihr da das Ding eingetragen, es bleibt doch drin. Ne? Also von daher, das ist die Möglichkeit. Ich hoffe, ich konnte dir da kurz helfen. So, dann habe ich hier noch eine, der Steffen, geht bei Baba schon was? NWO würde mich auch interessieren. Schauen wir doch mal. Alibaba, naja, ihr wisst ja, chinesische Aktie, die, sage ich mal, unter den Restriktionen der Regierung, sage ich mal, leidet. Und man sieht auch, dass sich so eine Sache ja langfristig auswirkt. Was sehe ich hier bei Alibaba? Natürlich extrem, schaue ich immer nach links. Sie sehen diesen Unterstützungsbereich, den sie hier bei 150 hatte. Das ist eine andere Trading-Situation, die ich hier spielen würde bei dieser Aktie. Das sogenannte Sell-Off-Setup ist schwieriger zu handeln, wesentlich risikoreicher als das andere, was ich handle, weil der Markt geht ja hier nach unten eindeutig. Deswegen sagst du ja auch, Steffen, ob da schon was geht. In dem Fall wäre hier eine Option möglich gewesen. Da kam wahrscheinlich die News raus, dass sie nochmal eins auf den Deckel kriegen. Dieser Umkehrstab bei erhöhtem Volumen, ja, ist diese Zone, die dann auch halten sollte. Da bist du aber, sage ich mal, unglücklich gar nicht reingekommen, weil da natürlich ein Gap ist. Ne? Und wenn man hier ein Signal bekommt bei 160 und das Ding eröffnet bei 169, da habe ich dann irgendwie keinen Bock mitzuspielen. Also hätte ich hier wieder auf den Rücklauf gewartet, dieses Szenario versucht zu spielen. Okay, ich habe ein Signal, leichte Stärke in der Aktie, ein Gap gegen mich aber und hier nochmal ein Wochenwiderstand. Wäre mir das Potenzial bis 170 zu wenig gewesen. Hätte ich nicht gemacht, das Ding, ja. Und du siehst, wie die Aktie hier auch manchmal Schwierigkeiten hat. Diesen Umkehrstab hier, da ist kein hohes Volumen drauf, aber ich habe hier noch ein schönes Downgap, da. Und ich habe mal erhöhtes Volumen an dieser Kerze hier, an dem Tief. So, und das geht genau durch dieses Gap. Weil ja der Markt wahrscheinlich hier runtergeprügelt wurde, hier die Stopkurse saßen und da sich alle verabschiedet haben. Und dann habe ich auch hier nochmal einen Gap. Jetzt habe ich wieder die falsche Zeichnung genommen. So, zack, hier ist ja auch, das ist genau dieser Widerstandsbereich. Sollte die jetzt hier unter 168 gehen, sehe ich die wahrscheinlich bis 160. Also ich würde da noch nichts machen. Man kann ja auch ein bisschen warten, bis sie hier nochmal in diesen Bereich kommt. Also ich sehe da noch nichts. Bevor ich bei der irgendwie positiv bin, dann sollte sie diese Zone hier oben verlassen haben. Und da würde ich jetzt nichts machen. Da gibt es bestimmt andere Aktien, die definitiv besser sind. Pack sie dir auf die Watchlist, leg dir hier mit Arjuna Trader hier unten einen Preisalarm rein, mit einem Rechtsklick,
Preisalarm, lass dich anbimmeln, wenn es günstig wird. Ich packe mir die mal in die Longliste, damit wir da nächstes Mal vielleicht auch drüber reden. Ne? Ist gar nicht drin. Nö, bin jetzt irgendwie woanders hingeflogen. Komisch. Da hat mich rausgenommen. So, da war die Barbara, genau. So, jetzt, zack, haben wir noch was am Start. EFX, Equifax. Hallo. So, Equifax, ja, das ist ja eine Aktie genauso wie Striker. Wahrscheinlich habt ihr gestern auf jeden Fall bei jemandem mit zugehört, der da auch sehr mit aktiv ist, ein Depot aufgebaut hat, ja, TraderFox. Toller Ansatz. Seht ihr selbst, was passiert ist. Die Aktie ist hier oben ausgebrochen, sehr dynamisch, korrigiert nicht, jetzt so ein bisschen seitwärts über die Zeit. Würde ich einfach abwarten, bis die hier etwas nachzieht und dann quasi der 20 etwas höher kommt, ein bisschen korrigiert. Wir haben hier kein hohes Volumen, das ist alles unterm Durchschnitt. Und die nächste Unterstützung volumenmäßig, die man so überhaupt anmerken kann, die liegt hier am 23. Juli. Das ist hier so bei 250, so eine runde Sache. Warum will er jetzt nicht zeichnen? So, dann müsste sie aber schon tiefer korrigieren. Also ja, würde ich im Moment an der Seite stehen. So eine Korrektur würde ich gut finden, an den Ausbruchsbereich heran. Und dann Umkehrstab kennt man oder so eine starke Kerze abwarten. Starke Aktie. SQ sehe ich da. SQ. Square. Mhm. Ups. Ja. Oh. Ui. Okay. Ja. Sind wir an dem Wochenwiderstand gescheitert, der hier gleich zweifach auftritt. Einmal da. Ja, und einmal hier oben. Was mir jetzt nicht gefällt, ist das erhöhte Volumen von dieser Kerze. So, haben wir. Dann ist der Markt kurz drüber gegangen. Alle Ausbruchstrader wieder gefaked worden. Dann haben wir doch. Und der Markt korrigiert dann erstmal wieder. So, und da hat er natürlich auch aufgrund dieser langen Range hier von 246 auf 280, das ist ja Wahnsinn, hat er natürlich auch viel Zeit, die Anleger wieder reinzuholen und die Trader, die sagen, ich war jetzt nicht dabei, aber hier ist ja irgendwie was passiert, ich will jetzt mal dabei sein, die kann natürlich dann auch bis hier unten wieder gehen, bis 247. Ne? Der Markt hat dann wieder korrigiert, hat nicht wirklich Stärke gezeigt, hier ein Umkehrstab, aber auch hier wäre ich nicht getriggert worden, hier kein Umkehrstab, hier eine super Umkehrkerze, ein Powerbar, dann habe ich hier jetzt ein Gap. So, und bei diesem positiven Gap habe ich natürlich die Möglichkeit nicht erhalten, eventuell bei 263, Limit 267, weiß ich nicht, ob sich das ausgegangen wäre, muss ich jetzt querrechnen, wäre ich nicht in die Position rein, weil was passiert denn? Ich habe doch hier oben wenig Potenzial. Also hier oben wird der Markt bei 4%, 3% bei der Aktie wahrscheinlich wieder ins Stottern kommen. Hätte ich nicht gemacht, diesen Trade, wenn ich jetzt die Aktie nicht hätte. So, dann haben wir hier einen Gap gehabt. Das hat auch kurz mal gehalten, drunter, wieder drüber und dann hier oben schon wieder Feierabend. So, heute sind wir drunter gesackt und schließen vielleicht unter dem Bollinger Band, was nicht schön ist. Was erwarte ich von der Aktie? Dass sie dann korrigiert, hier wieder aufhört und dann bis da unten runterläuft. Das ist meine Erwartung. Ich kann natürlich auch bis da oben durchlaufen, aber das Potenzial ist nicht sehr groß. Ich würde jedenfalls aufpassen, dass hier bei 246 das hält, weil alle, die hier gekauft haben, bestimmt hier ihre Stops drin haben und dann die Gelackmeierten sind, wenn der Preis da drunter geht. Dann haben wir nur noch die Möglichkeit, dass der 200er hier nochmal eine Base bildet. Ja, dann könnten wir vielleicht nochmal Glück haben. Ja, sie schwächelt ein bisschen. Und im Moment hat mir die zu wenig Potenzial, was jetzt Trading anbelangt, auf Sicht von 5-6 Tagen und dann danach die Option, jetzt weiterzulaufen. Ja, sieht nicht ganz mehr so gut aus. Ja. Okay. So. Ja, Matthias, danke, dass du mich siehst. Du kannst mich ruhig duzen. Ich finde das immer schöner. Das machen wir bei uns im Coaching auch so. Habe ich jetzt jemanden vergessen und irgendwie so ein Instrument von euch? Nö,
Okay, ihr Lieben, dann sage ich mal, bin ich fertig. Ich habe 6 Minuten überzogen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Das nächste Webinar, das machen wir immer wochenweise, zeige ich euch, damit ihr das nicht versäumt. Ihr werdet ja sowieso daran erinnert. Bei mir auf der Homepage, Leistungen, Webinar und Videos. Da findet ihr auch alles zur Perlentaucherstrategie, und zwar die Videos und Aufzeichnungen. Und bei CapTrader sehen wir uns am 8. September, das war ja heute, am 6. Oktober. Und dann sind wir unweigerlich im Herbst. Und dann braucht ihr eine Tasse Tee, während man heute ja noch eher so ein erfrischendes Getränk zu sich nimmt. Und dann gehen wir schon wieder Richtung Weihnachten. Also das ist unglaublich. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wenn ihr Fragen habt, blende ich euch nochmal ein. Schreibt mir einfach. Moment, ihr kriegt nochmal die Seite. Naja, wenn ich sie finde. cb@tradercoach.de. Könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Und ansonsten bleibt mir gewogen, kann man sagen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit und passt auf euer Geld auf. Ciao.